Was geht? Headroom zu diesem Video und heute habe ich mal einen Semi-Dupe-Glitch für euch. Ja, ihr braucht nur kurz die Hilfe von einem Kollegen. Der Rest ist komplett solo. Mehr benötigt eine Arena-Werkstatt. In der Arena-Werkstatt braucht ihr ganz einfach entweder einen Deluxo, den ihr dupliziert, oder einen voll aufgetunten Easy Classic. Easy Classic oder LG Retro Custom geht natürlich auch. LG Retro Custom und Easy Classic geben beide sehr, sehr viel Geld. Dann braucht ihr ganz einfach noch ein x-beliebiges Auto, was ihr dann am Ende immer wieder opfern könnt. Also am besten LG RH8 in irgendwelcher Garage, so 10 Stück, wenn ihr einen Glitch 10-mal machen wollt. Dann braucht ihr ganz einfach noch am besten CEO, damit ihr euch ganz leicht von A nach B begeben könnt. Ja, dann halt noch einen Kollegen, der euch bei diesem Glitch hilft. Und irgendein random, also es kann auch ein Auto sein, wir haben das jetzt mit dem Motorrad gemacht, aber ja, irgendein random Fahrzeug aus irgendeiner Garage. Ich empfehle euch da jetzt einfach mal die Barty und ja, macht den Fahrzeugzugang auf jeder bei dem Glitch. Das ist wichtig, das braucht ihr. Ja, dann fangen wir einfach mal an. Wir müssen uns mit unserem Kollegen in den LSK-Meet begeben. Dann sehen wir uns dort gleich wieder. Auf der Arena-War-Seite könnt ihr euch ganz einfach den Easy Classic kaufen. Ich hatte den jetzt schon in meiner Garage stehen gehabt, das habe ich jetzt hier vergessen. Aber ja, nur damit ihr auch Bescheid wisst, könnt ihr euch den dann hier einfach kaufen. Dann holt ihr euch den Kollegen, der euch bei dem Glitch hilft, und das x-beliebige Fahrzeug und begibt euch damit jetzt direkt in das LSK-Meet. Ihr sagt dann meinem Kollegen, dass ihr jetzt einfach absteigen müsst. Er steigt automatisch mit ab, das ist automatisch so. Er muss dann ganz einfach wieder auf euer Motorrad aufsteigen. Deswegen auch Fahrzeugzugang jeder oder Beifahrer. Er bleibt da jetzt einfach die ganze Zeit drauf sitzen. Ich werde euch nachher noch sagen, wann er wieder absteigen kann. Er braucht halt die ganze Zeit die Hilfe dann von euch. Ihr müsst ganz einfach jetzt das LSK-Meet hier jetzt verlassen ohne ihn. Das ist wichtig. Er darf nicht mitkommen. Er muss jetzt die ganze Zeit da sitzen bleiben. Am besten irgendwie den Controller fixieren. Wir begeben uns jetzt am besten mit einem Helikopter, so wie ich das jetzt hier gleich machen werde. Ja, ganz einfach zu unserer Arena-Werkstatt. Wir gehen da zu Fuß einmal rein. Wir steigen in unseren Easy Classic ein und jetzt müssen wir einen kleinen Glitch machen. Wir drücken das Steuerkreuz nach rechts und danach eine Sekunde direkt Options. Ja, es muss wirklich schnell gehen. So, Steuerkreuz nach rechts, Options, Steuerkreuz nach rechts, Options, und hin und wieder gebt ihr halt Gas, weil ihr müsst halt fahren. Ich werde das Ganze für euch noch mal ein bisschen vorspulen. Ich habe das nach ein paar Minuten dann auch geschafft. Das ging wirklich, wirklich relativ leicht. Wenn das unklar sein sollte, da zu diesem Step allgemein zu dem Glitch, schreibt es in die Kommentare. Aber ich sag nochmal, Steuerkreuz nach rechts, eine Sekunde warten und dann direkt Options drücken und dann Gas geben danach. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir das Ganze geschafft haben. Wenn ihr dann so wie ich jetzt hier einfach fahren könnt, dann fahrt ihr das Auto jetzt so hin, dass die Fahrertür jetzt blockiert ist. Heißt, nicht so wie ich das jetzt hier gerade noch stehen habe. Ihr müsst das Auto einmal querstellen. Ja, das macht ihr jetzt hier einfach mal so wie ich. Stellt es hier an das Tor. Ihr steigt dann aus dem Wagen einfach nur noch aus. Jetzt müsst ihr ein anderes Auto holen und die Beifahrertür blockieren. Ja, ich habe jetzt hier irgendein Auto mal genommen. Ich hatte jetzt hier den gepanzerten Goruma genommen. Hat sich sehr gut auch geboten. Hat farblich auch so gepasst. Deswegen einfach mal genommen. So. Wir fahren damit jetzt ganz einfach auch dahin.
und klatschen einfach mal hier gegen die Beifahrertür. Die muss jetzt so blockiert sein. Wir testen jetzt mal, indem wir jetzt hier einmal um das Auto links herum gehen, ob wir jetzt in das Auto, wenn wir da dran sind, an dem Tor rein teleportiert werden mit Dreieck oder auch nicht. Das müssen wir jetzt einmal ausprobieren. Wir drücken dafür jetzt die ganze Zeit ein paar Mal Dreieck. Wir testen das dann so einmal aus, so wie ich das hier gerade auch mache. So muss es dann sein. Wir werden die ganze Zeit rein teleportiert. Wir müssen nämlich jetzt hier gleich an dem Tor einmal Dreieck und X drücken. Hier jetzt X und direkt Dreieck. Das müsst ihr gleichzeitig drücken. Wir machen das Ganze einmal. X und Dreieck jetzt gleichzeitig drücken. Wir waren kurz im Auto. Nach dem Blackscreen sollten wir jetzt hier wieder erscheinen. So muss es sein. Das ist auch schon der ganze Glitch. Ja, wir rufen jetzt unseren Mechaniker an. Jetzt kommt das Auto zum Opfern. Jetzt kommt sowas wie ein kleiner Timing-Part, sage ich jetzt mal. Ja, wenn wir die Liste jetzt haben, suchen wir uns ein Auto aus, ja, was wir anfordern können. Wir zählen dann so bis 10 ungefähr, so bis 10, bis 15, bis das Auto halt da ist. So kurz bevor das Auto da ist, müsst ihr eurem Kollegen sagen, ja, jetzt kannst du absteigen. Ich habe bis 10 gezählt und ihm dann gesagt, ja, jetzt steig ab. Das hat geklappt. Wenn wir jetzt auf das Nummernschild gucken, könnt ihr sehen, dass sich das jetzt jeden Moment ändern wird. Es hat sich geändert, weil mein Kollege jetzt abgestiegen ist. Ich hatte ihn in der Aufnahme gesagt, ja, nach 10 Sekunden kannst du absteigen. Hat perfekt geklappt, weil das Auto kommt nach 15 Sekunden, meine ich, an. Ja, und wir machen dann das jetzt so, dass wir die MOC anfordern und ganz einfach mehr an das Auto jetzt da reinfahren. Und das ist jetzt auch schon alles gewesen. Wir können das dann so wiederholen. Wir fahren jetzt ganz einfach mal hier an das Heck, an den blauen Punkt der MOC. Ihr guckt dann auch am besten, dass alles frei ist. Dort jetzt ganz einfach nur noch reinfahren, hier an den blauen Punkt. Jetzt einfach steuer kurz nach rechts. In meinem Fall war die noch voll. Einfach mit X dann das Auto überschreiben. Wir werden dann jetzt da ganz einfach reinfahren. Und zack, habt ihr jetzt schon eine Kopie. Diese Kopie, ja, die ist jetzt hier in der MOC. Und die andere sollte noch. Ja, so war es auch bei mir. Habe ich nach der Aufnahme nochmal nachgeguckt. Ja, war bei mir jetzt ganz einfach in der Arena-Werkstatt. So könnt ihr das jetzt die ganze Zeit machen. Ihr braucht halt immer wieder ein Auto, was ihr opfern könnt, damit eine Kopie davon gemacht werden kann. Ja, das ist der ganze Glitch gewesen. Wenn trotzdem irgendwas unklar ist, schreibt es in die Kommentare. Danke an den GhostCrew, der mir bei diesem Glitch geholfen hat. Ja, vielen, vielen Dank. Er ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch noch ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Kuss geht raus an den, der es macht. Ja, würde mich freuen, wenn ihr das Video mit euren Freunden teilen würdet, damit die auch von diesem Glitch Bescheid wissen. Ja, sollte halt irgendwas unklar sein, schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder auch im nächsten Livestream wieder. Bleibt gesund und ciao.